Was ist das ideale Bankkonto für digitale Nomaden und andere Weltreisende? Klar, wenn Sie unseren Kanal schon länger verfolgen, wissen Sie die Antwort. Und ich habe die Konferenz DNX, das ist die Konferenz für digitale Nomaden, die größte in Deutschland, besucht, um zu schauen, was in der Praxis denn die Antwort ist. Und tatsächlich, von den Teilnehmern, die tatsächlich digitale Nomaden sind, haben die meisten die DKB Visa Card und sind Kunde bei der DKB und nehmen diese Karte mit auf ihre Reisen. Bei denjenigen, die dort auf der Veranstaltung waren und sich interessiert haben, digitaler Nomade zu werden, sah das Bild noch anders aus. Dort waren viele Bankkonten im Einsatz, auch von der Sparkasse und auch von der Volksbank. Eigentlich ist es doch vollkommen egal, was man für ein Bankkonto benutzt. Wenn man nur so die alltäglichen Sachen macht, wie in Deutschland im Supermarkt bezahlen, mal im Automat Geld abheben und halt die Überweisung und was man halt so ist. Das Entscheidende ist allerdings, wenn es zu Problemen kommt, ob man eine gute oder eine ganz durchschnittliche, herkömmliche, mittelmäßige Bank hat. Und in dem Artikel zu diesem Video, ich habe den verlinkt unten im Kommentar, im Infofeld, gibt es zwei Fallbeispiele. Und zwar einmal von Thea. Thea ist in Australien und am Freitagabend ist ihre Bankkarte weg, sie ist abhanden. Und in dem Artikel geht es dann darum, sie ruft die Sperrhotline an, die erreicht sie auch und sie lässt auch sofort ihre Karte sperren, damit ist erstmal ein finanzieller Verlust verhindert. Aber was dann folgt, ist jetzt nicht so besonders schön. Die Sperrhotline kann nicht weiterhelfen und verweist freundlich, aber bestimmt darauf, dass sie sich an ihre kontoführende Filiale wendet und die hat dann erst am Montag dann ab 9 Uhr offen. Und das mit der Zeitverschiebung in Australien, das ist jetzt auch nicht so einfach, weil um 12 ist dann wieder Mittag und danach hat es nochmal 3 Stunden offen, aber sie schafft es und findet auch eine freundliche Kundenberaterin, die ihr helfen möchte. Sie muss also jetzt nicht extra in die Filiale kommen, ja, um eine neue Karte zu beantragen. Das geht jetzt auch in dem Fall telefonisch. Und allerdings wird diese Karte an ihre Heimatadresse zugesendet. Ein Versand ins Ausland ist leider nicht möglich. Thea hat dafür gesorgt, dass sie hat jemand, der die Post abholt und die Post wird dann weitergeleitet nach Australien. Die Karte Produktion bis nach Hause hat 2 Wochen gedauert und nochmal nach Australien dauert auch nochmal 2 Wochen. Und dann hat sie auch ihre Karte. Insofern ist das schön und gut. Aber was ist in den 4 Wochen? Da hat sie große Probleme, weil sie keine andere Möglichkeit hat. Aber sie reist natürlich nicht alleine. Mit ihr ist ihre Freundin Maria. Maria ist DKB-Kundin. Auch ihre Karte ist verschwunden. Und sie hat an dem Freitagabend nur ein einziges Telefonat brauchen, und zwar mit der Service-Hotline von der DKB. Die ist nämlich rund um die Uhr, an allen Tagen der Woche, auch am Wochenende, halt besetzt und hat erstmal ihre Karte sperren lassen und hat im gleichen Telefonat denn eine Notfallkarte bestellt bekommen. Das ist auch kostenfrei. Innerhalb von 48 Stunden bekommt sie die Notfallkarte. Die wird von Visa geprägt, und zwar in der nächsten Prägestelle, die sich in der Nähe befindet. Und per Kurier zu ihr hingebracht, zu dieser Couchsurfing-Adresse, wo sie jetzt untergekommen sind. Und die Karte ist natürlich erstmal keine DKB-Visa-Karte, hat auch nicht alle Funktionen sozusagen wie diese Karte, aber man kann mit ihr erstmal auch elektronisch zahlen und man kann auch an einem Bankschalter Bargeld abheben. Im gleichen Telefonat wurde abgestimmt, wie es weitergehen soll, und zwar erhält sie eine Ersatzkarte, da sie länger in Australien bleiben möchte, und die wird dann nicht an ihre Heimatadresse zugesendet, sondern sie wird sogar nach Australien versendet, und dann kann sie diese Notfallkarte wieder weglegen und dann eine echte DKB-Visa-Karte wieder nutzen. Und gerade das macht halt den Unterschied, welches Bankkonto hat man als Weltreisender, als digitaler Nomade. Wenn alles okay ist, spielt es die Rolle. Aber je nachdem, wie lange man vorhat, durch die Welt zu reisen und nicht irgendwie eine Reise abbrechen zu müssen, weil irgendwie die Finanzzentrale abhanden gekommen ist, macht es Sinn, sich gut vorzubereiten und das richtige Bankkonto zu öffnen. Und in diesem Fall ganz eindeutig, dass natürlich das bei der DKB, was auch das absolut verbreiteteste Konto ist, bei deutschen digitalen Nomaden. Mehr dazu natürlich in dem Artikel, der unter dem Videoclip verlinkt ist. Bitte schauen Sie sich den an. Sie können ihn gern auch erweitern. Wir haben da unten ist eine Kommentarfunktion. Stellen Sie Fragen zur Kontoöffnung oder zur Nutzung dieser Karte, dieses Kontos über die Kommentarfunktion. Gerne auch, wenn Sie schon Kunde der Bank sind, eigene Erfahrungen posten. Darüber freue ich mich besonders, weil ich da auch von Erfahrungswerten dazulerne. Und wir haben ja dankenswerterweise wirklich viele engagierte Leser und Zuschauer hier bei uns bei deutsches-konto.org, dem Spezialportal halt fürs
smarte Bankkonten. Wenn Ihnen dieser Tipp gefallen hat, freue ich mich über ein Like bei YouTube, und falls Sie den Kanal noch nicht abonniert haben, wäre das jetzt eine gute Möglichkeit. Und dann bis bald in einem neuen Videoclip. Dankeschön.